4 Jahre wird in Deutschland der Deutsche Bundestag gewählt. Er bildet die Regierung in Deutschland. Der Deutsche Bundestag sitzt im alten Reichstagsgebäude in Berlin. Das letzte Mal wurde gewählt 2009, dann 2013 und das nächste Mal wird wieder 2017 gewählt. Im Deutschen Bundestag befinden sich 598 Sitze. Die bestehen aus den von der Erststimme gewählten 299 Sitze und den aus der Zweitstimme gewählten 299 Sitze. Bundesbürger, der über 18 Jahre alt ist, darf wählen. Jeder Bürger bekommt einen Stimmzettel, den er entweder zu Hause per Briefwahl oder in einem Wahllokal ausfüllt. Auf diesem Stimmzettel kann er seine beiden Stimmen abgeben. Der Stimmzettel ist geteilt in eine linke Hälfte, die ist für die Erststimme. Mit der Erststimme wählt der Wähler die Wahlkreisabgeordneten seines entsprechenden Wahlkreises. Die bilden die ersten 299 Sitze im Bundestag. Auf der rechten Hälfte des Stimmzettels befinden sich die Parteien. Diese Parteien kann er mit der Zweitstimme wählen. Diese Parteien bilden die Landesliste der Partei. Sie fließen in die anderen 299 Sitze des Bundestags ein. Wenn man zwei verschiedene Parteien wählt, nennt man das Stimmsplitting. Wenn in der Erststimme eine bestimmte Person oft gewählt wurde, aber ihre entsprechende Partei in der Zweitstimme nicht, gibt es die sogenannten Überhangmandate. Das sind speziell eingerichtete Sitze im Bundestag. Bis bei der ersten Bundestagswahl im Jahre 1949 noch sehr wenige Überhangsmandate gibt, waren sie 2009 schon an die 30. Bis heute wurden die Überhangsmandate jedoch von einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts verboten. Erwähnt ist die deutsche Bundestagswahl eine Mischung von Verhältniswahl und Mehrheitswahl. Ich werde euch jetzt zuerst das System der Mehrheitswahl erklären. Dafür muss ein Land in verschiedene Wahlkreise eingeteilt werden. Nehmen wir folgendes Land. Dieses Land hier ist in 11 verschiedene Wahlkreise eingeteilt. Jetzt sehen wir uns den Wahlkreis 2 näher an. Im Wahlkreis 2 wurde von Partei A 50% gewählt, von Partei B 33 und von Partei C 17. Da aus jedem Wahlkreis nur ein Abgeordneter in das Parlament einfließen kann, ist es hier der Abgeordnete von Partei A, weil Partei A die absolute Mehrheit in diesem Wahlkreis hat. Von vielen Menschen wird die Verhältniswahl aber als ungerecht angesehen, weil so kleinere Parteien, die nur eine Minderheit bilden, in dem jeweiligen Wahlkreis nicht die Chance haben, mit ins Parlament zu fließen. Ich euch etwas über das System der Verhältniswahl. Bei der Verhältniswahl sind nicht besondere Wahlkreise nötig. Gehen wir nur von folgendem Wahlergebnis aus. Partei A hat 43% der Wahlstimmen erhalten. Partei B 24%. Partei C und D sind mit 13% dabei und Partei E hat 7% der Stimmen bekommen. Würde man nun von diesem Ergebnis in einer Verhältniswahl ausgehen, würden auch 43% der Sitze im Parlament von Partei A belegt werden, 24% der Sitze von Partei B, 13% von Partei C und D und 7% von Partei E. In Deutschland gibt es aber weder eine Verhältniswahl noch eine Mehrheitswahl, sondern eine Kombination aus beiden Wahlen. Die Erststimme der beiden Stimmen ist auch eine Mehrheitswahl, denn aus jedem Wahlkreis kann auch nur ein Mandat im Bundestag belegt werden. Nur der da am meisten Stimmen bekommen hat. Bei der zweiten Stimme allerdings gibt es eine Verhältniswahl. Weniger als 5% der Stimmen enthalten hat sie keinen Platz im Bundestag bekommen. Manche Parteien erhalten mehrere Sitze im Parlament, als ihr nach den Prozentsätzen der zweiten Stimme zustehen. Dies war ein im Politikunterricht der Klasse 9c erstellter Film von Kolja Robitsch, Okan Köseren, Tim Pagabe und Sebastian Lapp.